Bei uns geht es weiter mit einem Füllhalter, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hat, wenn man an Schulfüller denkt. Dies ist hier der Parker Vector. Parker, schön zu erkennen an dem File-Clip hier. Der Namenseindruck, wir gucken uns das nachher noch aus der Nähe an. Das sind also die beiden einfachsten Modelle von Parker. Und zwar hier die normale Schulfüllerausführung, hier das entsprechende Kalligrafiemodell. Also das ist für Schüler, die schon ein bisschen älter sind, aber dieser Füllhalter bewegt sich im gleichen Preissegment wie auch die anderen Füllhalter. Unten im Bild der Parker mit der Schulfederausführung, oben mit der Kalligrafiefeder. Wir sehen, der Nachteil bei diesem ist natürlich wie bei allen normalen Füllhaltern, die rollen leicht vom Tisch. Die Kappe hier hat durch den Clip ihren Wegrollschutz. Die ist natürlich nicht so stabil wie zum Beispiel hier diese Kappe. Dies scheint mir die von Staedtler hier, die scheint mir die stabilste Kappe zu sein. Ähnlich wie bei dem Faber-Castell Füllhalter. Dieser Füller kommt ohne Griffmulden aus, aber nicht jeder ist Freund dieser Griffmulden. Was ist handfreundlicher als ein normaler Bleistift? Und wir sehen hier, das Griffstück entspricht ungefähr einem Bleistift. Der einzige Nachteil bei den Parker Füllhaltern ist, dass sie nicht die Standardpatronen benutzen. Deswegen hier in diesem befindet sich jetzt ein Konverter hier mit dem Schiebemechanismus. Hier in diesem Parker befindet sich ein Konverter mit diesem Tintensack, den man hier zusammendrückt. Sie sehen schon, entweicht die Tinte. Das sind also die Parker-Konverter. Das ist der einzige Nachteil. Ähnlich wie bei Lamy, zu dem kommen wir noch, auch der Lamy-Füllhalter benutzt eigene Patronen. Deswegen habe ich hier zum Beispiel in meinem jetzt auch einen Konverter. Und hier sehen wir schon schön, das ist der typische Konverter, der genau an den Platz einer Patrone passt. Und dann haben wir hier den Konverter von Parker mit dem Tintensack hier und einen ähnlichen wie diesen Drehkonverter hier. Hier, der wird befüllt durch Drehen hier. Dieser wird befüllt durch Schieben dieses Reglers hier. Wir probieren es auch mal sehen. Ja, da sehen wir, da entweicht gleich ein bisschen Tinte. Okay, also das ist ein gewisser Nachteil. So sehen zum Beispiel die Patronen aus, die sowohl in Lamy als auch normal Standardfüllhalter passen. Wie gesagt, bei Lamy braucht man diese. Für Parker habe ich jetzt keine Patronen vorrätig. Meine sind jeweils mit einem Parker Konverter ausgestattet. Schulfeder. Sie sehen, die Striche in beiden Richtungen ungefähr gleich. Wir sehen auch keine Aussetzer, der gleitet perfekt übers Papier. Und wir kommen zum Parker Kalligrafie-Modell. Und
Wir sehen die unterschiedliche Strichstärke jeweils abhängig von der Strichrichtung. Das Schriftbild ist natürlich wesentlich interessanter als mit dem Normalfüller, aber wir hatten schon gesehen, bei diesem Füllhalter kommt es nicht so sehr darauf an, dass er wirklich exakt aufgesetzt wird. Der pendelt sich von selber ein durch die Kugel. Ein Füllhalter mit Kalligraphiefeder, der muss also immer perfekt aufgesetzt werden. Sie sehen, so schreibt er noch nicht mal an. Der muss also immer mit der gesamten Fläche aufgesetzt werden. Aber wir sehen, die Schrift wird sofort ein bisschen interessanter. Das ist also wichtig für ältere Schüler. So macht es doch Spaß, in der Schule irgendwas mitzuschreiben, wenn man hinterher ein interessantes Schriftbild erhält. Aus der Nähe, hier haben wir die beiden Federn im Vergleich, links die Kalligraphiefeder, rechts die normale Schulfüllerfeder. Wir sehen das aufgesetzte Iridiumkorn, hier in dieser Stellung am schönsten zu sehen. Und wir sehen die Form der Kalligraphiefeder. Wir hatten gesagt, der Hauptunterschied ist der, bei dieser muss im Gegensatz zur Feder rechts im Bild der Füllhalter immer perfekt aufgesetzt werden. Zwei sehr schöne Füllhalter hier von Parker. Einmal der Parker Vector Normal und der Parker Vector Kalligraphie. Die Kappen sind aufsetzbar, aber er liegt auch schon sehr schön in der Hand ohne die aufgesetzte Kappe. Also ein ganz einfacher, vom Design her, Füllfederhalter, der sehr gut aussieht. Wir schließen ihn, wir sehen ein perfektes Design.